Yeah, George, Paris, Kroko. Ja, wer hat schon Bock auf diesen Karis oder Baktus? Die sind so unnötig wie Wasser für einen Kaktus. Deswegen putze ich täglich gerne meine Zähne und bekomme auch mit dem Doc keine Probleme. Es ist ganz easy eigentlich, es sind nur 3 Minuten. Jede Nacht und deine Zähne haben eine Zukunft. Putze so, als würdest du darin dein Stolz finden. Tag für Tag, bis sie glänzen so wie Gold. Ah ja, ich wusste immer schon, ich bin nicht gerade der Schönste. Also fing ich an zu putzen mit der Bürste. Ein kleiner Schritt für mich, doch ein großer zu den Mädchen. Denn ich hatte immer Angst, mit denen zu reden. Ich weiß noch einmal in Musik, wir haben gesungen. Und Clara sagte, jemand stinkt voll aus dem Mund. Und ich hab gehofft, sie meint nicht mich, denn ich saß neben ihr. Seitdem putze ich meine Zunge, alles wegen ihr. Wer hat schon Bock auf diesen Karis oder Baktus? Die sind so unnötig wie Wasser für einen Kaktus. Deswegen putze ich täglich gerne meine Zähne und bekomme auch mit dem Doc keine Probleme. Es ist ganz easy eigentlich, es sind nur 3 Minuten. Jede Nacht und deine Zähne haben eine Zukunft. Putze so, als würdest du darin dein Stolz finden. Tag für Tag, bis sie glänzen so wie Goldmünzen. Ich sag es gerne laut, ich brauch es gar nicht munkeln. Weiße Zähne sind gesünder als die dunklen. Um die zu kriegen, muss man wirklich ganz schön aufpassen. Zum Beispiel den Zucker lieber rauslassen. Er versteckt sich in allem, was man super mag. Ob in Ketchup oder Säften aus dem Supermarkt. Er ist zwar lecker und doch wichtig für uns Menschen, doch die Menge macht das Gift, also kenne deine Grenzen. Wer hat schon Bock auf diesen Karis oder Baktus? Die sind so unnötig wie Wasser für einen Kaktus. Deswegen putze ich täglich gerne meine Zähne und bekomme auch mit dem Doc keine Probleme. Es ist ganz easy eigentlich, es sind nur 3 Minuten. Jede Nacht und deine Zähne haben eine Zukunft. Putze so, als würdest du darin dein Stolz finden. Tag für Tag, bis sie glänzen so wie Goldmünzen.